Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur mittlerweile 10. Folge von Minecraft Namenlos. Ja, wir waren ja in der letzten Folge haben wir uns ja noch gewundert, warum eigentlich, also ich habe mich gewundert, besser gesagt, warum wir die Generatoren nicht gefunden haben. Ganz einfach, weil ich ein bisschen dumm war. Und zwar habe ich noch einen Zusatzmod installieren müssen, damit das Ganze möglich ist. Jetzt haben wir auch hier diese Windmühle, also das Windrad, das wollte ich sagen, Windrad. Und wir brauchen dafür 3 Osmiums, ein Enriched Alloy, welches wir im Metallic Infuser machen. Und ein Basic Control Circuit, auch wieder im Metallurgic Infuser, okay. Metallurgic Infuser und Gold Redstone und wieder Enriched Alloy. Also, wir müssen uns zunächst mal anschauen, was es für Alternativen gibt, weil im Moment können wir ja nicht bauen, weil den Metallurgic Infuser muss man ja auch mit Strom versorgen. Und da gibt es zum Beispiel den Heat Generator, also den befeuert man mit Kohle wie Öfen und dann kriegt man zumindest mal Strom für die ersten paar Schritte heraus. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Wir schauen mal, da ist das Essen durchgebraten, haben wir noch ein bisschen Kohle drinnen, Gott sei Dank. Und die legen wir gleich wieder rein. Alles klar. So, dann schmelzen wir das Osmium auch mal schnell durch. Hier ist die Kohle, dann nehmen wir die Hälfte wieder raus. Gut. Dann brauchen wir noch einen Ofen, sprich ein bisschen Cobblestone, den kann ich mir hier holen. Zack, zack, zack. So, 5, 6, 7, 8. Mehr brauche ich auch gar nicht. Dann machen wir uns mal den Ofen. So, was brauche ich noch für den Heat Generator? Holz und Kupfer. Und Eisen brauche ich auch. Aber Eisen haben wir eigentlich hier 2. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was. Habe ich, ja, 2 Holz haben wir hier noch. Dann nehmen wir mal hier das Kupfer raus und das Osmium. Packen da mal das Eisen rein. So, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Wenn wir da jetzt noch ein Eisen rauskriegen, dann haben wir den Heat Generator schon fertig. Und der erste Schritt Richtung Energie ist getan. Jawohl, da haben wir ihn auch schon. Den Heat Generator. Gut, als nächstes brauchen wir den Metallurgic Infuser, genau, den craftet man so, sollten wir eigentlich auch alles haben, ein zweites Osmium haben wir, bisschen Cobblestone brauche ich, wenn ich im Backpack keins habe, vielleicht habe ich eh eins im Backpack, nein, habe ich natürlich nicht, gut, dann nehmen wir uns da nochmal ein bisschen Cobblestone raus. 2, 3, 4, wir brauchen jetzt 16, 2 mal 8 ist 16, ja, ja, das kleine M1, das kann ich, auf jeden Fall, oder? 2 mal 8 ist 16, ja, gut, wow, gut, dann machen wir uns 2 Öfen, zack, dann brauchen wir noch Eisen, Redstone und das Osmium, haben wir eigentlich alles schon da, das Redstone haben wir im Backpack drinnen. So, das nehmen wir uns mal schnell auf. Was ist das denn? Aha, schön. This item didn't exist. Toll. Keine Ahnung, was das vorher war. Werde ich mir in den Aufnahmen anschauen. Interessant. Gut. Dann können wir das eigentlich... Ah, Eisen fehlt uns noch, genau. So, das Eisen herausgenommen. Zack, zack. Und der Metallurgic Infuser. Das Ganze stellen wir uns mal hier hin. Und den Heat Generator packen wir mal so ran. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, sollte richtig sein, hoffentlich. Ja, passt alles. So, dann... okay. Kann ich das irgendwo anschauen, ob... Egal. Das wird schon... Ja, passt schon.
Gut, dann haben wir da mal ein bisschen Kohle rein. Ihr seht schon, wird schon heftig Energie produziert und die ganze Energie fließt dann hier hinein. Wir brauchen hierfür ein bisschen Redstone, glaube ich. Muss ich nochmal kurz schauen. Wind Generator, da haben wir es auch schon. Fürs Enriched Alloy brauchen wir Eisen und Redstone. Gut, dann das Redstone können wir da direkt mal reinpulvern. Haben wir da ein bisschen was drinnen. Und das Eisen, das erste Eisen können wir auch schon rein. Und wir begeben uns wieder zurück in die Mine runter. Ja. Vielleicht baue ich hier dieses... Genau, wir wollten uns ja die Bandagen für den Fossilien-Mod auch noch schnell craften. Dazu nehmen wir Zuckerrohr, das Gypsum-Powder und diese Pflanzen hier und craften mal schnell ein bisschen Wolle. Zack. So, dann schauen wir mal. Bände. Place and Bandage, genau. Das ist es auch schon. Dazu brauchen wir nur noch das. Dann nehmen wir 12 Papier. Jawohl. Und 27 Plaster and Bandage haben wir. Jawohl. Gut. So. Dann habe ich da jetzt Cobblestone? Habe ich da noch ein bisschen was? Okay, wir müssen einfach schauen, dass wir wieder ein bisschen mehr Cobblestone kriegen. So, ich will mir nämlich da gerne eine kleine... aber feine Plattform hinbauen, damit wir uns das Eisen da holen können. Zack und zack. Und dann bauen wir uns hier nochmal ein bisschen rein. Denn wir brauchen allmählich wieder eine neue Spitzhacke, habe ich das Gefühl. Denn die ist schon ziemlich abgenutzt, die wir jetzt gerade haben. Wie viele Dias haben wir eigentlich gefunden? Haben wir 2 oder 3 gefunden? Weil dann könnte ich mir eigentlich eine Dias-Spitzhacke machen, wenn es 3 sind. Achso, ich habe die eh im Backpack wahrscheinlich. Ja, oh, 4 haben wir sogar. Na, dann machen wir uns schnell eine Dierspitzhacke auf jeden Fall noch. Oh, und ich sehe schon, es wird gerade wieder Nacht, denke ich. Also legen wir uns... Okay, geht noch nicht. Aber dann machen wir schnell noch... Da haben wir noch ein bisschen Holz. Zack. Da... falsches. Da rein. Zack. Rausholen. Dann... Sticks durchcraften. 2 Sticks. Ui. Okay, hab mir die Diamanten nicht aus dem Backpack geholt. 2 Sticks. So, 2 Sticks. 3 Dias. Und eine Diamantenspitzhacke. Läuft bei uns, würde ich sagen. Und jetzt können wir schlafen. Jawohl, dann gehen wir nochmal schnell schlafen. So. Damit uns die Mobs nicht nerven. Und wir gehen mal runter. Haben 16 Cobblestone dabei. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir uns hier so eine kleine Plattform um das Eisen herum. Können wir das Eisen abbauen. Einmal, zweimal. Ups, da gehe ich daher. Dann sammle ich das auch gleich ein. Zack, zack. Zack, zack. So. Dann weiter geht's hier lang. Holen wir uns das Eisen auch nochmal schnell. Das können wir auch nochmal schnell in den Ofen packen. Und durchschmelzen, weil dann können wir uns nachher, wenn wir wieder raufkommen, eine neue Spitzhacke machen. Oder ein paar neue Spitzhacken, mal schauen. So, da ist noch das Kupfer drin. Dann schmelzen wir das ein. 2 neue Spitzhacken könnten wir uns machen, wenn wir alles dafür verwenden wollen. So, da gehen wir mal wieder ein bisschen weiter runter. Zack, ist der eigentlich notwendig? Ja, den brauchen wir schon. Zack, zack. So, vielleicht... Ah, da drüben sehe ich schon ein paar Fossilien. Da würde ich mir auf jeden Fall gerne hinbauen. So, dann können wir da eins setzen. Da einen Block setzen. Hier einen Block, nein, da einen Block setzen. Jetzt können wir hier einen Block dran setzen. Zack, zack. So, da reicht natürlich noch nichts. Hier einen Block dran. Immer noch nicht, okay. Aber dann gehen wir hier runter. Zack, zack. Und bauen uns
Wo war denn das Eisen jetzt? Ach, egal. Da sind die Fossilien. Mal, ich bin mal gespannt, welche Fossilien das überhaupt sind. So, und die Fackeln habe ich natürlich keine mehr. Und die Kohle ist oben. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Habe ich hier irgendwo Kohle in der Nähe? Hoi, da unten ist Kohle. Die holen wir uns mal schnell. Zack. Damit wir uns wieder ein paar Fackel craften können. So. Zack, zack, immer schön abgebaut. So. Zack. So. Zack. Oh, und wieder ein Emerald. Also Emeralds haben wir jetzt auch schon eigentlich relativ viele gefunden. Ich dachte, die sind eigentlich ziemlich selten. Also entweder haben wir Riesenglück oder sind gar nicht so selten, wie ich gedacht habe. So, Fackeln wollten wir uns noch schnell craften. So, zack. Dann geben wir die mal wieder in die Offhand. So, das sortiert sich da dazu. So, ein bisschen Stein können wir noch abbauen auf jeden Fall. Denn ich würde mich da echt gern noch schnell zu dem Fossil hochbauen und probieren, ob ich das jetzt abbauen kann oder nicht. Das würde mich mal echt interessieren. Nein. Eins, zwei, jawohl. Zack, zack. Und hierauf. Wo war das Fossil da? Zack. So. Da oben ist das Fossil. Ah, wir haben nochmal ein Dings. Dann nehmen wir das und vielleicht das Holz noch dazu. Dann sollte sich das vielleicht ausgehen. Ja, da sind. Ist eins. Oh, ein Brachiosaurus-Fossil. Cool. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, glaube ich. Ich weiß nicht, wie selten die einzelnen Fossile sind. Da packen wir die ein. Und jetzt können wir die abbauen. Jawohl. Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt, dass wir jetzt endlich Fossilien richtig abbauen können. Gut, mit der Axt hacken wir das Holz mal schnell weg. Einmal, zweimal. Zack, zack. Das ist ein, okay, ein Zombie. Toll. Gut. Und damit war es das auch schon wieder. Upsi, für diese Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, sonst kriegt ihr keine Benachrichtigungen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.